Schlussgesetz. Geht hoch. Wir sind alle tot und das Umbud ist weg. Das stimmt nicht. Ihr lebt, ich lebe noch. Geht meine Sache. Aber hauptsache mit dem Markierung bleibt sitzen. Aber das U-Boot kaputt ist. Warum ist das U-Boot kaputt? Aber hey, haben sie dann irgendwann mal gefunden nach einer halben Stunde. Die Markierung sitzt ja, wir können ja jetzt eigentlich hingehen, oder? Hm. Jetzt müssen wir nur wieder zum normalen U-Boot zurück. Rico hat natürlich als letztes noch überlebt. Das ist toll. Ich muss jetzt aber irgendwie zu meinem U-Boot, das war zwar ein großes U-Boot, ne? Ich will das jetzt auch nicht markieren. So. Gut. Was machen wir heute? Oder was machen wir jetzt? Ja, ein anderes Easter Egg, oder? Hä? Anderes Easter Egg, würde ich sagen. Ja. Was haben wir denn noch? Ich mach mal gerade die Liste auf. Die Luke haben wir. Gut, das U-Boot fehlt noch. Also, das, nicht das U-Boot, das UFO. UFO, natürlich. Genau, den Geist haben wir schon gemacht. Ja, wirklich sehr viel mehr Interessantes finden wir in der Liste jetzt nicht. Das Ufo wollte ich schon immer noch mal zeigen, wenn es möglich ist. Ja. Stimmt, die Lampe, die haben wir noch gemacht. Die Lampe ist nicht. Ich müsste mir noch mal Videos von dem einen YouTuber angucken, sie hat mir manchmal so Stellen, wo du irgendwo ins Gebäude reinfallen kannst und so eine Sachen, das könnte man vielleicht es auch mal machen. Es gibt im Hafen ein Boot zum Beispiel, wo du quasi ins Nichts einsteigst und so ein Schiff, da gehst du in die Ecke rein, weißt du? Mhm. Und dann stehst du da quasi im Nichts. Das habe ich mal bei einem anderen sehr bekannten deutschen YouTuber gesehen, die haben das gemacht. Yvonne will unbedingt noch mal zu Luke. Ihr hört uns, glaube ich, nicht mehr. Nee, ich höre euch. Hab ich. Ja. Was?
Ego-Perspektive ist das echt eklig. Hilfe, ich falle. Aua. Okay. Ich habe eine Idee, warte mal. Stimmt hier, oder? Flughafen, ein Wasserflugzeug, super, genial. So, und jetzt hängen wir hier fest. Die wollen wir mit uns nicht mehr mitspielen. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Angaben lebt mein U-Boot hinten noch. Jetzt steht doch hier das U-Boot. Ich bin noch hier, Alter. Wir werden immer wieder hier spawnen. Außer Baby. Man muss im Wasser sterben. Okay. Ach ja. Ein Meter daneben ist der Treppe. Okay. Hallo.
Was genau suchen wir jetzt? Markus. Hä? Markus. Weil jetzt gerade so ein bisschen Leerlauf ist, ne? Ja, ich habe ja schon vor gefühlt 3 Stunden gesagt, wir sollten mal was anderes machen, aber... Ja, dann machen wir was anderes, alles gut. Ich schlag was vor, was wir machen können. Sollen wir irgendwie mal wieder einen Überlebenskampf oder sowas machen? Erstmal an die Stadt zurückkehren, das ist ja schon mal schön. Okay. Einmal kurz einen Orkan. Hä? Einmal kurz einen Orkan auslösen. Er hat die Markierung da gesetzt. So, warte mal. Wo war denn das? Alter, ist ja auf ins Mikro zu blasen. Genau, ein besseres zu blasen. Nee, das nervt. Langsam auch echt sehr rau. Ich blase nicht rein. Ich weiß nicht, wer es ist, weil ich höre es nämlich auch. Was könnte Baby sein? Könnten Deadline spielen. Aber da weiß ich, dass Kevin nach mindestens 3 Runden wieder ausrastet. Hä? Ja, wir könnten Deadline spielen, aber da weiß ich, dass Kevin nach 3 Runden wieder ausrastet. Ja, ich hab halt, wie gesagt, für den Überlebenskampf. Und mal zusammen was spielen, klar. Boah. Ah, hier will man Busfahrer spielen. Hm? Ich wollte mal gucken, ob man wirklich hier keine Busse aufstehen, wirklich keine da, ja.
Manchmal stehen welche da. Gibt's eine Situation, dass zum Beispiel der ganze Parkplatz voll mit Bussen. Was könnte man noch machen? Ja, ja, BB holt jetzt erstmal schön den Panzer wahrscheinlich. Also klar. Wir haben eine Terroristin in der Stadt. Wir bitten um Entschuldigung, uns wurde mitgeteilt, dass ihr Fahrzeug gestohlen wurde. Ach was! Hey, wo ist Markus? Ich bin im Auto. Aber du wirst mir gar nicht angezeigt. Ich wollte mal was gucken gehen hier. Ist das die Bank hier? Ich weiß es nicht mehr. Die ist nie besetzt, ne? Der Bank. Hier kommt man nicht rein. Ist hier auch nur Automat, ne? Was hast du gefunden? Eine Spielkarte. Ah. Mist. Ist das aber nicht die Bank hier, wo das bei Monte so ist? Ich weiß es nicht. Nein, der RP ist die offen, ja. Ich wollte mich mal gucken mit diesem Tresor-Dings da, aber das irgendwie geht ja, das jetzt nicht. Ja, das ist bei RP so. Lol. Danke fürs Zerstören meines Wagens. Kann ich ja mal ausprobieren, ob wir mal was gibt's denn. Wollt ihr mehr, dass wir Team machen oder irgendwie was gegeneinander? Es gibt ja nicht so viel als Gemeinsames außer Überlebenskampf und das ist irgendwie. Ja gut, wir können aber auch ein Deathmatch machen, wo wir eine ganz große Lobby haben und dann random Spieler reinnehmen, die wiederkommen.
Und wenn dann wir Glück, dass wir zusammenspielen und wir haben vielleicht das verliebt, ein bisschen zu Team das mit, weißt du? Da verbunden mit ganz vielen, dann macht es vielleicht ein bisschen mehr Spaß, als wenn wir nur zu viert uns ganz wegschießen. Ja, musst du versuchen, musst du eine aufmachen. Was haben wir denn hier jetzt eigentlich? Was hast du jetzt hier gefunden? Gegnermodus, Sumo. Oh, oder Sumo, das wäre auch ganz schlecht. Haben wir Sumo heute. Moment.